Hallo, hier sieht man die Auswertung von meinen Messergebnissen. Einmal die Akinese, das ist die blaue Linie. Ich markiere die jetzt mal, setze hier an. Das war der Anfang von der Krankheit. Ging das zunächst, wurde es schlechter. Dann auch der Rest-and-Hold-Tremor wurde auch schlechter in der ersten Phase. Und dann die braune Linie. Man sieht, hier ist einmal die Hand drehen, Finger tippen, Hand auf, zu und so weiter, werden Messungen gemacht. Dann allgemeine Sachen, das ist die braune, und dann natürlich mit dem Tremipen, wo ich den Ruhetremor und den Haltetremor messe. Das ging etwas nach unten. Das waren jetzt die drei Phasen, wo es alles schlechter wurde. Dann habe ich den Mikrobiomtransfer gemacht, TPS Neurolid, den PDCare angewendet, bei auch homöopathischen Behandlungen, Phylight Neuro Duo, den Helm, den ich aufgezogen habe, diese Lichttherapie. Und dann sieht man, dass die Akinese besser geworden ist. Ich mache das jetzt mal grün. Und der Allgemeinzustand wurde auch besser. Das hat eigentlich angehalten bis zum jetzigen Zeitpunkt ungefähr. Ging die Linie stetig nach oben. Und bei der Akinese sieht man hier, dass es auch besser geworden ist. Beziehungsweise ich würde sogar sagen, bis dorthin besser. Und seitdem ist es gleichbleibend hier. Seit einem halben Jahr ungefähr. Bei dem Rest-and-Hold-Tremor ist es so, dass es schlechter war bis zu diesem Zeitpunkt hier. Und seitdem ich den messe, den Tremor, also circa seit einem halben Jahr, seit Herbst letzten Jahres, würde ich sagen, dass der sich auf ein Niveau eingependelt hat. Man sieht zwar jetzt, dass es etwas besser geworden ist, aber ich denke, der Durchschnittswert ist gleichbleibend. Genau, dann hat man, dann habe ich ja auch das Wasserfasten gemacht hier, 7 Tage lang. Dann Kuba, ganz wichtig, Neuroepo. Das nehme ich jetzt seit November, Dezember 2022 ein. Iboga, Microdosing, da habe ich jetzt keinen Effekt, keinen direkten gespürt. Diese Vibrationsplatte, VP500. Da habe ich auch nichts direkt gemerkt. Da habe ich mir jetzt diesen SRT Zeptering, die Profi-Version, gekauft. Wird alles nochmal auf meiner Homepage beschrieben. Und den Procolis-CT, muss ich zugeben, habe ich bis jetzt auch noch keine positiven Veränderungen gemerkt. Und den Filimbal, da habe ich jetzt auch noch nichts gemerkt, aber den muss ich auch noch länger anwenden. Genau, das ist jetzt soweit der Überblick, der Verlauf von den Messungen, die ich ausgeführt habe und dokumentiert habe.